Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Wargame European Escalation, liebe Freunde der Strategie. Und es geht weiter mit Mission Nummer 3, der Gegenschlag. Spielt am 26. Dezember 1975 und wir spielen immer noch die Panzerbrigade 2. So, weiter geht's. Ja. Hier haben wir wieder das Einheitenkaufmenü, kann man sagen. Hier habe ich natürlich auch schon mal wieder ein wenig was freigeschaltet. Wir haben auch keine Befehlssterne mehr, also müssen wir nun etwa auf oder im Spiel warten. Da können wir ja auch zurückgehen und freischalten. Oder wir spielen mit den Einheiten, die ich bereits habe. Und da reichen eigentlich auch. Da sind super Dinger dabei. Wichtig sind auch unsere guten Leopards, ne? So, aber wollen wir nicht lang schnacken, sondern wollen wir weitermachen. So, wir starten. Schwung der NVA wurde Einhalt geboten. Ihr Vorstoß wurde verlangsamt. Die ostdeutsche Regierung drängt die UdSSR dazu, in den Konflikt einzugreifen. Die deutsch-englischen Truppen nutzen die Schwächephase ihrer Gegner und starten einen Gegenangriff. Laut dem Geheimdienst befindet sich in unserer Region ein ostdeutsches Regimentshauptquartier. Wenn wir dieses zerstören, kann der Feind nicht mehr reagieren und wir übernehmen die Kontrolle über die Autobahn. Der Geheimdienst berichtet von weiteren zwei untergeordneten Hauptquartieren in der Nähe. Das erste im Sektor Alpha, das zweite im Sektor Bravo. Wenn diese beiden Hauptquartiere ausgeschaltet sind, muss das Regimentshauptquartier weiter entfernte Verstärkung anfordern. Das bedeutet, dass sie zu spät eintreffen könnte. Ganz genau. Huch. Geht die Maus einmal raus, weil ich sie ganz nach rechts geschoben hatte. So, ja, wie ihr seht, wir haben... Okay, da haben wir nochmal unser Ziel. Oder ein sekundäres Ziel, genau. Und hier auch nochmal. Genau, wir sollen Alpha und Bravo dort die Kommandofahrzeuge ausschalten. Und dann hier zu Charlie vorrücken. Man könnte jetzt auch hier straight mittendurch... Aber wir wollen ja die Sekundärziele mitnehmen. Somit kriegen wir mehr Sterne. Und ja, ich habe vor, den Gegner hier in einer Zangenbewegung über Alpha und hier über Bravo durch das Waldgebiet einzunehmen. Und natürlich müssen wir hier auch in der Mitte sichern, weil hier werden natürlich von Charlie, denke mal, Einheiten versuchen, hier unsere Kommandofahrzeuge zu zerstören. Also müssen wir hier in dem kleinen Waldgebietchen eventuell was verstecken. Genau, und dann werden wir den Gegner in einer Zangenbewegung hier über die Flanken den Garaus machen. So soll's nun losgehen. Genau, diese Kommandofahrzeuge sind natürlich wichtig. Das hier können wir mal in einem Waldgebiet hier verstecken, damit die nicht gesehen werden. Ja, und wir haben die Gazelle dazu bekommen. Das sind zwei kleine Hubschrauber. So. Die als Aufklärer fungieren. Die können wir mal hier hinschicken schon mal. Okay. Ja. Jupp. Jupp. Jawohl. So, wir machen die Einheiteninfo natürlich immer wieder an. So, das sind hier die Marder. Schicken wir unsere Jungs mal wieder rein. So, und wir holen uns natürlich gleich mal... schweres Geschütz. Nee. So. Schweres Geschütz dazu. Okay, unsere Gazellen, die schießen schon. Ja, okay, alles klar. Sie haben schon Einheiten. Die haben auch eine kleine Menge an Munition und mehrfach Raketenwerfer, genau. Und nehmen auch schon gleich den Dings hier unter Beschuss. Genau, ich habe natürlich auch vor hier, Moment, ist das hier der... Genau, der ist für...
den Punkt hier zuständig. Hier haben wir auch wieder ein VEB, ein Nachschubkonvoi-Lager, kann man sagen. So, und hier haben wir schon, ja, Boden-Luft-Raketen, das ist die Boden-Luftabwehr hier. Und das sind die Transportfahrzeuge dafür. So, aber wir haben vor, noch jeweils zwei Jungs hier, unseren Compadres, dazu zu schicken. Es ist einfach, um sicher zu gehen, damit auch Flugeinheiten hier wirklich unsere Jungs in Ruhe lassen. So. Einmal hier noch ein paar Panzerchen. Denn der Feind, also ich habe vor, erstmal den Punkt Alpha zu säubern. Und hier in diesem kleinen Waldgebiet Truppen aufzustellen, die hier Feinde, die anrücken, erstmal zu bekämpfen, damit ich hier Luft habe. Genau. So, dann wollen wir noch einen Aufklärer trotzdem dazu holen. Ist einfach sicherer. Genauso wie... Moment, hier können wir Infanterie holen. Wir haben... Ja. Hier hätten wir schon mal Fernspäher, natürlich. Und... Oh, die kommen mit Hubschraubern. Okay, macht nichts. Der kann einmal hier landen. Denn ich möchte hier auch ein paar Scouts haben, die hier auskundschaften. So. Panzergrenadiere. Das hier sind die aufgewerteten. Ne, ein weniger. Ja, doch. So. Okay, da rücken schon wieder Gegner an. Ja, Kommandant. So. Hat jemand ein Taxi gerufen? So. Die Gasfahrer. Wir haben es eilig. Okay. Ich verschanzt euch auch mal hier. Ja, ich muss erstmal ein wenig positionieren. Entschuldigt bitte, bevor das hier losgeht. Wollen wir wen mitnehmen? So, ausladen. Geht nämlich gleich weiter. Wohl wahr. So, der Hubschrauber, der kann mal hier so sich hinbegeben. Und da kommen auch schon Lufteinheiten. Ihr werdet gleich sehen, dass die Flakpanzer hier gleich ordentlich ihre Arbeit tun. Apropos. So. Dann hätten wir die auch erstmal gesichert. Wollen wir wen mitnehmen? Ah, okay. Okay, okay. Zug ist in Formation und einsatzbereit. So. Ich denke, dann haben wir's. Endlich. Du darfst gerne landen, wenn du möchtest. So, jetzt aber. Jo, gut. So, ihr werdet gleich sehen. Die beiden hier werden gleich ihre Arbeit tun. Setzen die wen ab? Oder trauen die sich einfach nicht? So, ist egal. Späher bereit, Kommandant. Ja, okay, da geht's los. Gleich werden sie vom Himmel geholt. Kritischer Treffer. Betäubt. Einer ist schon mal weg. Erwischt. Oh, 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 oh. Das war knapp. Spätestens jetzt weiß der Feind, dass wir da sind. So. Die Jungs müssen auch immer weit mit vorrücken hier. So, zur Baumreihe. Den nehmen wir auch mit. Unsere Leopards rücken natürlich auch mit vor.
So, ausladen. Zack, 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 zack. Was haben wir denn hier? Genau, die PAL, die Panzerabwehr. Okay, wie wir sehen, kommen da auch schon Feinde. Leopards mal an die Spitze. Ihr könnt da stehen bleiben. Zwei Marder können ja auch mit vorrücken. Und die Panzer, so. So, ihr fliegt mal kurz hoch. Ja, und hier kommen auch schon Gegner. Was mit den Fernsperren? Ah, okay. Ah, okay, sind nur Scouts. Alles klar. Guck mal ein bisschen weiter mit vor hier. Keine Chance. Und da kommen auch schon wieder Hubschrauber. Okay, das VEB reicht sogar gerade, dass unsere Einheiten hier sogar repariert und aufmunitioniert werden. Klasse Sache. So. Okay, geht gerade etwas drunter und drüber hier. Alles, was durch die Luft fliegt, wird von uns erledigt. Genau. Feuer. Sehr schön. Gut. Hier sieht's gut aus. Dann wollen wir hier mal weiter. Schick nochmal hier rein. Die haben aber auch eine Reichweite, die Dinger. Ah, okay, rein im Schlamm. Na, gib da auf, kritischer Treffer. Stups. Hat jemand ein Taxi gerufen? Hier, Kommandant. So, ihr kommt mal mit hier. Ja, er versucht hier vorne, ne? Nee, nee. Haben Sie was entdeckt? So. Ja, Kommandant. Zeit für ein kleines Tätzchen. Sprechen Sie, over. Getriebetreffer, sehr schön. So, zack, rein hier. Holst du vom Himmel? Einer schon mal weg. Und der andere hat sich auch. Na komm, kritischer Treffer. Kommt Leos. Weg. So, wir fahren mal bis zu der Baumreihe. Brauchen Sie ein paar Augen und Ohren vor Ort, Kommandant? Alles, was durch die Luft fliegt, Flakpanzer hierher. Der Feind ist in Reichweite, wir aber auch. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Halt, Panzergrenadiere in die Marder. Und hier hin. So, die räumen auf. Warten auf neue Befehle, Kommandant. Ja, ja. So. Boah. Okay, wir haben einen Leopard verloren. Scheiße. Und noch einen. Klicks nochmal.
So, okay, es ist, glaube ich, an der Zeit, uns mal zwei Jupiter zu holen. Keine besonderen Vorkommnisse. Wie lauten Ihre Befehle, Kommandant? So, raus Kommandant. Mit euch. Jawohl, Kommandant. In Ordnung, ihr Süßen. Worauf wartet ihr? Frühstück am Ende. Okay, wir haben hier, glaube ich, Infanterieeinheiten. Jo. Shit. So, unser Aufklärer hat sich verabschiedet. Ja, und die fliehen jetzt natürlich. So. Aber die auch. So, das heißt. Wir brauchen hier Leos. Hat jemand ein Taxi? Man ruhig vor, Marder. So, was kommt hier wieder? Okay. Irgendwelche Befehle, Kommandant? Ah, unsere Jupiter sind da. Sehr schön. Na gut, na. Oh, oh. Abgeschmiert, aber nicht in meine Panzer. Hey. Sag mal. Ja, da ist in Ordnung. Oh Gott. Jawohl, warum nicht? So. Alles klar, so die Jupiter tanken einmal auf. Hier ist noch ein Leopard. Ach ja, unsere Panzergrenadiere, die legen ja hier ordentlich los. Treffen wäre noch schön. So, da sind sie. Wer fällt ein? So. Jo, und die steigen hier fröhlich auf. Sehr gut. Umso erfahrener sie werden, umso mehr hauen sie natürlich auch rein. So wollen wir das haben. Was wollen Sie denn diesmal? So, Jupiter. Fahr mal bitte hier drüben hin. Meinen Sie mich? Während unsere Jungs weiter vorrücken. Wir sind unterwegs. Wie lauten Ihre Befehle, Kommandant? Führen Sie mich, folgen Sie mir oder gehen Sie auf den Weg? Speer. Ein guter Speer ist einer, den man nicht sieht. Ja, das stimmt. Wir für Sie transportieren. Zugriff, Information und einsatzbereit. Waffen überprüft und einsatzbereit. Marschbefehl erhalten. Wir marschieren ab. I say the only good recce is a dead one. Und es geht los. Da ist auch gleich ein Speer von denen. So, wir holen alles ran. Alles ran, was wir kriegen. Komm, Panzergrenadiere, ich brauche euch. Gut. Panzergrenadiere, holt den mal weg hier. Okay, schon erledigt. So, ihr kommt hier rein. Haben Sie was für mich? Gib alles! Kommt schon, Jungs. Holt sie hier weg. Boah, kritischer Treffer. Na gut, aber wir haben ja noch einen Scout am Boden. Also ist das nicht allzu schlimm. Na los! So,
Kommandant. Man sagt, ein guter Speer ist einer, den man nicht sieht. Okay, weiter vor. Den sollen wir für Sie transportieren. Ihr kommt hier rein. Am Ende kommt es doch nur auf den Infanteristen und sein Gewehr an. Hier, Kommandant. Hopp, hopp. Wir wollen Alpha übernehmen.